Und die Haupttests sind im Grunde Interaktionsverweigerung. Na, also das habe ich auch schon mehrfach mit Schizoiden gesehen. Na, der Klient kommt, sie begrüßen ihn, das macht er noch, dann setzt er sich hin, sie stellen ihm eine Standardfrage, woran wollen Sie heute arbeiten? Und es gibt no reply, keine Reaktion. Na, der Klient guckt ins Unendliche oder er guckt sie an. Meist gucken die Klienten bei den Tests sie aber nicht an, na, sondern sie gucken vor sich hin, machen keine Mimik, keine Gestik. Na, und dann sagen sie nochmal, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Sie unterstützen? Kann ich Ihnen Frage stellen? Und sie kriegen keine Reaktion. Und der Klient schafft das, eine oder mehrere Stunden durchzuhalten. Na, also sie können verschiedene Dinge tun. Der Klient reagiert aber überhaupt nicht. Der schweigt einfach und Sie müssen sich klar machen, für den Schizoiden ist das eine relativ simple Übung. Das muss der nicht trainieren, das kann der schon. Ja, Karl, wo möchten Sie wieder einsteigen? Ja, ist immer noch schwierig bei der Arbeit. Was ist schwierig? Nun, Sie sehen, ich mache kurze, das versuche ich immer, möglichst kurze Interventionen, aber zu steuern. Immer zu sagen, gucken Sie dahin, bleiben Sie dabei, um den Prozess am Laufen zu halten. Na, wobei ich aber immer akzeptiere, dass es Pausen gibt, dass der Klient die Pausen braucht, aber ich sehe auch, dass der Klient sich immer bemüht, meine Fragen zu beantworten. Na, also er geht ja nicht weg aus dem Prozess. Er vermeidet zwar, aber eigentlich noch relativ harmlos. Damit kann man therapeutisch noch gut umgehen. Und solange der Klient diese Art von Kooperation zeigt, kann ich diese Strategie weitermachen. Ich muss also nicht unterbrechen, den Klienten zurückführen. Na, ich kann den Prozess steuern. Und denke, okay, das funktioniert. Wenn man jetzt nur den Videoausschnitt, den wir gerade gesehen haben, als diagnostische Grundlage hätte, könnte man auch eine sozial unsichere Person sehen. Die Frage des Teilnehmers ist jetzt, woran man den Unterschied erkennen könnte. Naja, Sie müssen ja immer bedenken, wenn man Ausschnitte sieht aus Therapie, hat man immer Stichproben. Und Stichproben haben natürlich immer nur bestimmte Informationen, enthalten bestimmte Informationen und bestimmte nicht. Und Sie können immer Hypothesen aus den Stichproben entwickeln. Und meine diagnostische Vorstellung ist immer, es reicht nicht, eine Information zu haben, um eine Diagnose zu stellen. Na, also wenn Sie eine Informationseinheit haben, sage ich immer, Sie haben einen Puzzlestein, aber mit einem einzelnen Puzzlestein haben Sie noch kein Puzzle. Und um eine Diagnose zu stellen, brauchen Sie schon viele Puzzlesteine, die ein konsistentes Bild ergeben. Und wenn Sie nur diese Stichprobe hätten, die ich Ihnen gezeigt habe, dann würde ich sagen, eine sichere Diagnose können Sie daraus mit Sicherheit nicht stellen. Ich hätte aber trotzdem die Hypothese, dass es sich nicht um eine selbstunsichere Störung handelt, weil Sie müssen immer bedenken, bei einer selbstunsicheren Störung haben Sie eine ganz starke Nähe. Das ist ja eine Nähestörung. Das heißt, den Klienten ist eigentlich völlig klar, dass sie Nähe wollen, sie trauen sich aber nicht, sie herzustellen. Und was Sie hier sehen in dem Ausschnitt, ist ja die massive Ambivalenz auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das will und ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Na, und ich weiß nicht, ob es nicht schrecklich ist. Solche Dinge würde ich in einem Selbstunsicherheitspuzzle ehrlich gesagt nicht erwarten.